diese sind die Existenz. Die Existenz. Ja, Allah Ta'ala existiert. Seine Existenz hat weder einen Anfang noch ein Ende. Die Einzigkeit. Die Einzigkeit. Also Allah ist der einzige Gott. Er hat keinen Teilhaber, nur Allah wird mit Recht angelegt. Die Bedürfnislosigkeit. Die Bedürfnislosigkeit. Dieses bedeutet, dass Allah nichts und niemanden braucht. Die Unvergleichbarkeit. Die Unvergleichbarkeit. Das bedeutet, dass Allah nicht den Geschöpfen ähnelt. Die Anfangslosigkeit. Die Anfangslosigkeit. Die Existenz von Allah hat keinen Anfang. Die Unvergänglichkeit. Die Unvergänglichkeit. Dieses bedeutet, die Existenz von Allah hat kein Ende. Allah stirbt nicht und er vergeht nicht. Die Allmacht. Die Allmacht. Dieses bedeutet, Allah ist allmächtig. Der Wille. Der Wille. Dieses bedeutet, alles geschieht mit dem Willen Gottes. Das Hören. Das Hören. Dieses bedeutet, Allah hört ohne Ohren und ohne andere Hilfsmittel. Er ist der Allhörende. Das Sehen. Das Sehen. Dieses bedeutet, Allah sieht ohne Augen und ohne andere Hilfsmittel. Das Sprechen. Das Sprechen. Dieses bedeutet, Allah spricht ohne Zunge und ohne Lippen. Das Sprechen von Allah ist weder Arabisch noch eine andere Sprache. Sein Sprechen ähnelt nicht unserem Sprechen. Das Leben. Das Leben. Dieses bedeutet, dass Allah lebt. Sein Leben ist nicht mit Seele, mit Fleisch oder ein Herz gebunden. Allah lebt, er stirbt nicht. Das Wissen. Das Wissen. Dieses bedeutet, Allah ist allwissend. Er weiß alles, bevor es geschieht und ohne einen Lehrer zu haben. Allah Ta'ala existiert ohne Ort. Allah Ta'ala existiert ohne Ort. Allah Ta'ala existiert ohne Platz. Allah Ta'ala existiert ohne Platz. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ähnelt nichts und niemandem.